Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Carsten Kemper, was ist Ohr weg? Bei Carsten Schlempers. Werkstattalltag. Ja Leute, ich bin wieder gesund, also nicht gesünder als sonst. Und heute geht's mal wieder los mit einem ganz normalen Video. Hier Werkstattalltag, Montagsvideo. Wir haben hier meinen 500er drin. Der hat im Moment so ein kleines Problem hier mit seiner Luftfederung. Der sackt immer ab und steht dann hier immer komplett unten. Nina hat mich angerufen, dein Auto steht schräg. Ich sag ja, Luftfederung kaputt. Typisch, Krankheit. Ich gehe davon aus, dass der Luftbike undicht ist und den muss ich mit einmal neu bestellen. Und dann machen wir den einmal neu. Ich weiß nicht, ob ich gleich beide Seiten bestellen soll oder nur eine Seite. Was sagst du denn? Ich glaube, eine Seite reicht, oder? Alle vier neu. Alle vier hast du Geld? Nee, aber du. Hä? Ich habe kein Geld. Also einmal hier Luftfederung neu. Heute wird stressig, ne? Wir haben voll viel zum Umrüsten. Wir haben K5 Blazer, wir haben Porsche Cayenne Direkteinspritzer, wir haben Volvo V90 auch Direkteinspritzer, Vierzylinder. Wir haben hier den schönen Nissan Armada. Da fehlt nur noch der Kabelbaum, dann ist der auch fertig. Hier haben wir schon Injektoren sitzen, Verdampfer sitzt hier vorne, Filter hier. Steuergerät da, Kabelbaum rein und dann ist die Geschichte ja auch fertig. Der hat einen Unterflurtank bekommen. Der ist recht groß sogar. Da. Schönen Unterflurtank bekommen. Und Tankeinfüllstutzen hat Floppy hier schön wunderbar in die Tankklappe gemacht. Da. Und Bella freut sich auch wieder arbeiten zu dürfen, ne Bella? Bella! Bella! Ja! Freut sich auch wieder hier zu sein, ne? Wieder mit unseren Leuten spielen alle. Ja. Und du so? Freust dich auch hier zu sein nach dem schönen Wochenende? Warum denn das nicht? Der ist heute nicht videobereit. Na egal. Aber vielleicht Floppy. Hm? Irgendwas zu sagen? Erstmal guten Morgen. Machst du da Kalbum rein, ne? Ich mach gerade nur Kalbum rein. Samstag haben wir ja alles andere gemacht. Ja, Tankerverschutz haben wir gemacht, Eingasen haben wir zusammen gemacht, Tanker haben wir zusammen gemacht. Ja, dann versuchen wir da Kalbum rein und ist der fertig. Ja, Leitung nach hinten ist auch schon gelegt. Ich muss dann auch hier anlöten dann hinterher. Ja. Ja, ich habe mir jetzt auch alles schon mal Komfort gelegt. Jetzt fange ich an, die Kabel zu kürzen und zu löten. Zu löten, ja. Mittag fertig, ne? Mal was hoffen. Ja. Ich fahre jetzt mein Auto wieder raus, muss einen neuen Dämpfer bestellen, also Luftbike hinten und dann mal gucken. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich meinen Porsche reinfahre. So, Ritchie, dein Lieblingsauto ist da, ne? Oh ja. Dein schöner Phaeton, Déjà-vu von letzter Woche. PH Rache. Ich weiß nicht, was ich dem Amtkerl getan habe, aber naja. Aber an sich schönes Auto an sich, ne? Ja. Wenn nicht ja. VW dran stehen würde, wäre es ja okay. Ja, ja, das war ja das Problem, was die hatten. Wer so viel Kohle für ein Auto ausgibt, dann wird dann kein VW draufstehen haben. Ja, dann haben wir meistens. Das ist ein Schwachsinn. Der, vor allem ist ja S-Klasse gleich. Eben würde ich sogar besser finde ich von der Ausstattung her. Wenn man da mal reinguckt. Auch die Verarbeitung ist mega von dem Ding. Ja. Also ich finde das Ding von der Verarbeitung, von der Qualität her, fahren technisch super. Ja. Das Einzige, was wirklich scheiße ist, ist hier eine Gasanlage reinzubauen. Eine Gasanlage da rein, ne? Ja. Ja. No. Aber es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, ich müsste das machen. Das wird auch schlimmer, oder? Ja, haben wir alle Autos da eigentlich für Wochen, ne? Wollen wir die mal alle zeigen und Armin Content klauen? Können wir eigentlich machen. Ne? Wir haben hier den schönen 4.2er Phaeton V8. Ja. Dann haben wir hier einen schönen Nissan Armada. Auch ein 8-Zylinder. Was hat der Hubraum? 5,6 Liter. 5,6 Liter V8. Den macht Floppy hier gerade, denn also nur ein Kabelbaum. Den Rest haben wir am Wochenende schon fertig gemacht. Den Rest haben wir am Wochenende mal reingestrickt, ja. Dann haben wir hier einen schönen Cayenne. Porsche Cayenne, 4,8. Direkteinspritzer. Darauf freue ich mich schon seit 2 Wochen auf das Ding. Warum eigentlich? Ich verstehe das nicht. Mein Direkteinspritzer und V8 und ich weiß, dass es immer ganz viel Arbeit ist. Aber hilft nichts. Alles in Ruhe machen, alles ordentlich machen und dann wird das schon. Ne? Aber Porsche hat mittlerweile eine halbwegs maskuline Reserveradmulde gekriegt. Ja, das stimmt. Also in den alten, was ging da rein? 580 nur, ne?
580 mal 200 und selbst der kam schon hoch. Ja, und jetzt haben wir hier 630 mal 270 soll hier rein. Luxuswoche irgendwie, ne? Porsche, Phaeton. Das war schon wieder. Nee, Volvo ist auch ganz schick, finde ich. Ja, nee, hier geht ordentlich was rein. Boah. Ja, was heißt ordentlich? Verhältnismäßig. Ja, im Gegensatz zu den alten Cayennen geht da auf jeden Fall mehr rein. Ja. Dann haben wir da unseren schönen Volvo, auch direkt ein Spritzer. Steht T5 drin, ist aber ein Vierzylinder. Ja. Auch schick. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was für ein Motor. Das ist 2 Liter, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Irgendwie im nächsten Video werde ich das genau sagen. Ein Verbrennungsmotor. Verbrennungsmotor. Aber auch sehr schick irgendwie, ne? Von der Front her. Ja. Ja. Sieht der echt schick aus. Ja, Phaeton, Volvo, Blazer steht da hinten, ne? Blazer. Wollen wir mal Blazer. Können wir hier über den Hof gehen? Das ist der 212er, den hat Richie vor 2 Wochen gemacht, ne? Ja. Da, wo ich krank war. Ja. Auch der direkt ein Spritzer. Im Ausland unterwegs, so, deswegen steht der hier noch. Ja, der wird nächste, am Samstag wieder abgeholt. Am Samstag. Ja. Muss ich mal vor einer Stunde herkommen, nicht schlimm. Ja, Chevrolet Blazer. Schön Vergaser, Venturi-Anlage und kriegt einen fetten Zylindertank hier oben rein. Irgendwie da, ich hoffe, man sieht glaube ich eh nichts. Aber sehr schönes Auto, ne? Aber ich wollte gerade sagen, selten so ein Ami gesehen, der so gut restauriert war wie der. Ja. Vor allem, wenn man das Armaturenbrett, hast du das Armaturenbrett gesehen? Ja. Das sieht aus wie neu. Das ist echt krass. Nee, das... Das ganze Ding ist aus wie geleckt. Hier steckt ganz viel Liebe drin. Ja, echt super geiles Auto. Ja, haben wir alle, ne? C-Klasse ist uninteressant, oder? C-Klasse ist uninteressant. Wir haben auch noch einen coolen W200. W200, ach stimmt, der steht ja auch unten. Auch Venturi-Anlage, Dodge W200, Ami-Ding, ne? Ja. Also nicht. Das ist der Urgroßvater vom Ram quasi. Ja, aber das ist amerikanische Militärausführung, ne? Genau, war irgendwie ein US-Army-Fahrzeug. Aber ist komplett zivilisiert. Ja. Also kein Tarnfarbe mehr. Aber sieht auch cool aus, irgendwie mit offener Klappe hinten, ne? Ich finde das Ding mega geil. Wollen wir runtergehen? Ja, wir gehen runter. Wir gehen gleich schön spazieren. Genau. Was haben wir denn so ein schönes Wochenende gemacht? Ich war Samstag besoffen. Du warst Samstag besoffen. Ich habe mit Mev Geburtstag gefeiert. Mit Mev Lampen gemacht. Und ich konnte gestern nicht Auto fahren, ich konnte gestern nicht laufen und ich hatte Kopfschmerzen ohne Ende. Aber muss auch mal sein zwischendurch, ne? Ja. Gutes. SLK, der kriegt auch bald eine Gasanlage. Und da ist der W200. Ist das cool mit der offenen Klappe? Irgendwie ist das cool. Irgendwie hat das was, aber gut. Der muss auf die Lupe kommen. So ein Ding ohne Haken zeigen? Ja. Oh ja, muss ich mal Haken zeigen. Aber irgendwie schick, ne? Finde ich schon. Das war nicht perfekt lackiert, aber ich glaube. Nö. Ist halt Military aus. Ja gut, mit den mit Joying Radio kriegst du eh kein Hakenzeichen. Nee, das stimmt. Aber cool. Ja gut, ist aber als LKW zugelassen, so teuer ist der gar nicht. Fetten Bügel hinten drauf. Ja, wir hatten auch mal so einen komplett schwarz. Ja, mit einer ganz hässlichen Stoßstange dran. Und so. Am besten ist das mit einem Dingens zu machen, ne? Ein Liedermaßstab. Ja, müssen wir machen. Ja, morgen. Genau. Oder Mittwoch, je nachdem, wann ich das Video hochlade. Ja. Ja. Runterdrücken, so wie bei Eki. Bin zu blöd, die Haube aufzumachen. Ah! Sag ich drauf, wenn Econ online fährt, da kriegt jeder Ami Haube auf. Ja. Das sieht ja mal geil aus, oder Leute? Ja. Das ist echt mal schick. Aber der hatte schon eine Gasanlage und kriegt jetzt von uns eine neue, eine gescheite. Hat immer noch eine drin, aber... Da hinten sieht man das ja. Wir machen das einmal in schick. Neuen Verdampfer, neuer Umschalter. Neuer Mischer eventuell. Warum hat denn der Druckregler hier drin? Für Benzin. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der hat umgebaut auf elektronische Pumpe. Der hat, glaube ich, keine mechanische Pumpe mehr. Das kann sein. Und dann regelt er den Druck einfach nur vor. Das kann sein, ja. Also mechanische Pumpe hat er definitiv nicht mehr, aber... Nee, die ist weg. Und deswegen der Druckregler. Ja. Macht Sinn. Ja, haben wir alle Autos. Hier ist noch diese C-Klasse, von der ich gesprochen habe. Auch sehr schönes Ding irgendwie. Ja. Wenig Rost. Sieht neuwertig aus, ne? Ja. So ein 203. Aber nur 130 gelaufen, das Ding. Ah. Was ist das, ein 180er? 180er Kompressor. Na gut, da lohnt sich dann auch durchaus noch eine Gasanlage. Ja, 130 glaube ich. Ja, Gasanlage lohnt sich ja immer.
Ja. Guck mal, meine C-Klasse habe ich mit fast 300.000 umgerüstet. Aber wenn man sich jetzt mal unsere C-Klasse anguckt, da würde sich jetzt so für einen Otto gar nichts drin lohnen. Ne? Da tun neue Reifen. Obwohl, letzte Woche die C-Klasse, die war ja auch krass, ne? Ja. Ne? Also das blende ich einfach mal ein. Ich zeig das Video jetzt einfach mal hier. Also dann habe ich den Unterfahrschutz weggenommen und dann habe ich mir gedacht, Alter, was ist denn hier kaputt? Aber blende ich mal eben ein. Das guckt einem immer so rein. Ja, wenn man so ein Auto umrüstet, man muss Leitung legen und dann sieht man, das Ding, das ganze Ding ist durchgerostet. Schade. Aber nun gut, muss jetzt ein bisschen schweißen, jetzt hat er das Geld investiert, jetzt muss er durch. Ja, haben wir das. Ich zeige gleich noch ein paar Ausschnitte, wie das nachher aussieht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an umzurüsten, ganz fleißig. Und dann geht das los. Meine lieben Freunde, wir haben den Montag geschafft endlich. Richie noch nicht, der hat noch einen Lötkolben in der Hand. Der möchte noch irgendwas zu Ende löten. Ich sehe schon, Düsentrennung. Und dann war es das für Montag, ne? War ein scheiß Montag, oder? Ich glaube, gibt es gute Montage? Ich weiß es nicht. Eigentlich ja, letzte Woche war eigentlich ein guter Montag. Da habe ich viel geschafft. So, wer so sagt, hat noch nicht viel geschafft und das habe ich heute auch nicht. Wir haben den Nissan fertig, den haben wir gerade in Betrieb genommen. Der läuft. Hatten wir noch ein kleines Problem mit einer Düsentrennung. Das machen wir morgen jetzt nochmal schön. Und dann ist der auch fertig. Ja, Porsche Cayenne. Anserbrücke ist runter. Kann ich mal eben zeigen. Anserbrücke ist runter. Alles natürlich schön zugestopft. Hier ist jetzt noch die Düsentrennung, Kabelbaum, alles, was ich an Steuergerät anschließen muss. Injektorenstecker, hier drüben ist noch Verdampfer, Kahlbaum, Innenraum, Kahlbaum, also alles noch verlegen. Unsere Brücke liegt da. Die ist auch schon fertig gebohrt. Das hat alles wunderbar geklappt. Oh, und damit ist der Montag rum. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich weiß nicht, ob wir diese Woche noch was schaffen. Ich versuche es aber ganz dringend, ne, Richie? Ja. Und dann gucken wir mal mit der C-Klasse, wie das weitergeht. Die kommt morgen drauf. Damit verabscheue ich mich jetzt. Schönen Montag euch allen noch. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Tschüss. With